seid mir gegrüßt, ihr Interessierten und Neugierigen, zu einer neuen Geschichte von Bautzen, in Bautzen, über Bautzen, was auch immer. Ja, ich bin die Elysia, auch wenn ihr mich heute kaum erkennt. Ich habe mein Sommergewand an und man weiß ja, dass die Damen doch gern des Öfteren ihre Gewänder wechseln. Und so trage ich heute mein Sommergewand. Alsbald dann, wenn es wieder kühler wird in unseren Gassen, dann werdet ihr mich wieder im roten Gewand spazieren sehen. Ja, und wir befinden uns heute hier, es schallt schon, an geheimnisvoll märchenhaftem Ort. Eine Kuppel ist über meinem Haupte, umgeben von einem runden Behälter. Ich will es euch verraten. Wir befinden uns in dem Was, in unserem Wasserturm. Ja, der Wasserturm war 100 Jahre lang ein treuer Diener der Stadt. Er gab seine Dienste. Hier war der Wasserspeicher, über 1000 Kubik, aber dazu später mehr. In dieser schönen märchenhaften Atmosphäre will ich euch teilhaben lassen an meinem Märchen über den Turm. Und seht es mir nach, dass man in meinem hochbetagten Alter von 500 Jahren auch mal auf das Kirchenglas zurückgreifen muss. Nun spricht der Turm zu euch. Willkommen in meinem Reich, hoch über den Dächern der Stadt. Immerhin stehe ich auf dem zweithöchsten Platze von Budesin, Budesin Bautzen. 91 Stufen führen hier hinauf in mein zauberhaftes Reich. Ja, ich hab's wohl gemerkt, die stecken mir noch in den Knochen. Ich, der Wasserturm, bin der jüngste Turm der Stadt und gerade mal rund 140 Jährchen jung. Gegenüber dem greisen Lauenturm, also noch ein wahrer Jungspund. War dieser seinerzeit der Turm zu Ehren des Königs gebaut? Denn König Wenzel von Böhmen ritt gar allzu gern hochherrschaftlich in die Stadt hinein. Und gewitzt wie die Bautzner waren, schon immer haben sie es geschickt eingefädelt, diesen Turm zu bauen. Das ist eine andere Geschichte, aber ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass der Landvogt ja lieber einen Turm zur Ortenburg hin wollte. Aber die Bautzner meinten, nein, die Ortenburg ist gesichert, an der einen Seite die Burg, an der anderen Seite die Stadt. Wir brauchen einen Turm gen Süden. Und so brachen sie heimlich, als der Landvogt außer Stadtes weilte, die Steine am Eselsberg, fingen an zu bauen. Nun kam der Landvogt zurück. Erbost über das begonnene Bauwerk sollte es sofort abgerissen werden. Aber wir Bautzner waren schon immer gewitzt. Inzwischen hatten wir eine Delegation, ein Grüppchen zum König Wenzel geschickt, um ihm zu verkünden, dass wir ihm zu Ehren einen Turm bauen, zum südlichen Ein- und Ausgang der Stadt. Ja, und alsbald durften wir den Turm vollenden. Doch dies ist ja eigentlich eine andere Geschichte. Sprechen wir wieder von unserem Wasserturm. Ich aber war für die Menschen der Stadt, ob groß oder klein, jung oder alt, ein gar lebensnotwendiges Bauwerk. Einen großen Speicherbehälter, in dem ich jetzt hier sitzen darf, lässt der dunkle Turmaufbau erahnen und im Moment auch erkennen. Hier im Inneren waren über 1000 Kubik Wasser und ein gut ausgetüfteltes Leitsystem. Tja, dieser Turm, der hatte die Aufgabe, dann doch das Wasser als Speichervorrat zu lagern. Und alsbald wuchs die Stadt ja, man wollte nicht mehr zum ebenen Boden hin in die Tröge gehen und das Wasser schöpfen. Man wollte doch Wasser in höhere Etagen haben. Und so sorgte hier dieser Turm, er, dafür, dass mit dem Umlauf auf diesem Platze das Wasser in höhere Etagen geleitet werden konnte. Und so sprechen wir vom Wasserturm. Er hatte eine ältere Schwester. Die alte Wasserkunst, sie versorgte ihn zuverlässig mit Wasser der Spree. Ja, vor mehr als tausenden von Jahren entdeckten Menschen den Felssporn hoch über der Spree. Das schien der rechte Ort, sich niederzulassen, weit in das Land zu schauen und friedlich und sicher zu leben. Alsbald entstand eine Siedlung aus Holzhäuschen und mit einer Holzfeste auf dem Areal der Ortenburg. Ein Sporn, ein Felsensporn im Mittelhochdeutschen gern Ort genannt, deshalb der Name Ortenburg. Ihr kennt das Areal, den Burghof.
Alsbald entstand dann dort eine kleine Holzfeste. Die Mäzener waren es, die unser Land entdeckten und zu ihrer Heimat auserkoren. Da bot sich der rechte Platz, Schutz und Lebensraum zu finden. Urbs und Civitas, also Burg Budusin genannt, entwickelte sich die Siedlung alsbald zu einem Städtchen. Fleißig werkelten die Menschen oben in der Höhe auf dem Felssporn und lebten friedlich miteinander. Doch mühselig war es, Tag ein, Tag aus, das Wasser der Spree bis hier hinauf auf den Felssporn, nicht hier hinauf, aber auf den Felsensporn, auf das Felsmassiv der Stadt zu tragen. Keiner klagte, aber die Mühsal war ein arges Los und sehr beschwerlich. Alsbald kam die Kunde ins Städtchen, dass es in fernen Landen einen gar geschickten Baumeister gebe, dem es gelänge, Wasser von einem Fluss in einen Trog zu leiten. Eine wahre Kunst. In Windeseile holte man den tüchtigen Baumeister und Mönch namens Martin Gregor aus Breslau ins Land und ins Städtchen und übertrug ihm die Aufgabe. Eifrig baute er mit vielen Helfern an dem Werk. Die Menschen standen oft dabei, staunten über das Bauwerk und riefen: Welche Kunst, ein solches Werk zu errichten! Schon bald nannten sie sie deshalb respektvoll die Wasserkunst. Es war eine Kunst, über so viele Meter das Wasser der Spree in die Höhe zu leiten. Unsere Wasserkunst. Da in den späteren Jahren noch ein zweites Bauwerk folgte, auch die Vorstädter wollten das Wasser geleitet haben, wurde diese bald die alte Wasserkunst und bekam die jüngere Schwester die neue Wasserkunst. Die Kunst des Wasserleitens verstand der Baumeister wohl, und so floss schon bald das Wasser der Spree von der Höhe der alten Wasserkunst in Holzröhren, ausgehöhlten Baumstämmen, bis hinauf zum oberen Markte der Stadt. Die Freude der Menschen kannte keine Grenzen und fortan blieb ihnen viel Mühsal erspart. Dass das Wasser ja nicht gleich ankam, das wissen nur wir, wenn wir die Geschichte vom Frosch gehört haben. Ich denke, die ist euch noch in den Ohren. Die Stadt wuchs und immer mehr Häuser und Hütten wurden auf diesem Felsmassiv gebaut. Fleißige Handwerker gingen ihrem Tagwerk nach. Doch in jeder dieser Behausungen brauchte man Wasser. Aber man brauchte erstmal offenes Feuer. Zunächst brauchte man offenes Feuer. Ihr wisst, es war beschwerlicher zum Heizen im Winter, für das Licht, zum Kochen. Ja, für viele Gewerke, ob es die Schmiede war, die Bäckerei, das Töpfern, überall brauchte man Wasser. Und so hatte die Stadt alsbald insgesamt über 40 Stadtbrände zu erleiden. Und nun kommt er wieder ins Spiel. Der Wasserturm. Sollte er doch nun von der Höhe der Stadt aus als Wasserspeicher dienen. 1877 bis 79 wurde unser Turm erbaut und diente uns 100 Jahre treu. Dann sorgte eine Fernwasserleitung für die Bedürfnisse der Menschen der Stadt und der Turm, er verfiel alsbald in Dornröschenschlaf. Einmal, spricht wieder der Turm zu uns, einmal, ich hatte schon Hoffnung, sollte ich eine gastliche Stätte für Bautzner werden. Doch alles wandelte sich und ich glaubte schon, man hat mich vergessen, bis vor wenigen Jahren wieder Leben in meine Mauern einzog. Handwerker ließen alles richten, sodass man mich heute, so wie wir, besuchen kann. Ja, und zum Fuße des Turmes stehen alte Mauern, die schauen wir uns gleich noch an. Und den Turm hier, den könnt ihr sehr wohl zu gewissen Ereignissen besichtigen. Manchmal trefft ihr mich als Geschichtenerzählerin hier, dann lese ich euch Geschichten vor. Das ist denn wohl zu Festen der Stadt oder zu gewissen Zeiten, die ich dann ganz fest vorgebe. Schaut nur immer in eure vielen Nachrichten, die ihr erhaltet. Dann seid ihr doch bestimmt im Bilde.
Begrüßen wir unseren Wasserturm also hier noch einmal und sagen Danke für all die Jahre der treuen Dienste. Und ich werde euch jetzt gleich zeigen, wie ihr ihn von außen erkennen könnt. Diesen märchenhaften Ort kann man ja nur manchmal besteigen, aber ihr könnt ihn von außen erkennen. Also bis gleich. Ja, ihr habt es sicher erraten. Ich stehe hier zu Fuße des Wasserturmes, in dessen malerischen Turmkopf wir uns gerade befunden haben. Ja, der Wasserturm saniert bis vor kurzem, in den 1936er Jahren auch. Er war vorher in der steinernen Haube, da bekam er einen Holzverschlag. Und nun hat er sogar statt der dunklen schwarzen Bretter, die wir all die Jahre kennengelernt haben, sind die Holzbretter jetzt braun und das Dach ist sogar rot. Unser Wasserturm, schaut ihn euch demnächst einfach selbst einmal an. Und ich habe hier eine wunderbare Studie. Er sprach ja davon, dass er beinahe aufregendes Leben bekommen hätte. Eine Stadtbildstudie der TU Dresden, festgehalten hier von Helmut Trautzettel in einem wunderbaren Buch, sehr interessant für Neugierige. Da ist der Wasserturm so gezeichnet, dass er ein Vergnügungsturm werden sollte. Er im Turme oben war Tanz, sollte Tanz sein. Darunter eine Bar, dann ein Café und natürlich die dazugehörige Küche. Man meinte sogar, das Klosterareal würde umgebaut zu einem Saal mit Traversen. Also recht spannend, was die Studenten sich da ausdachten. Nun, manch einer und eine von euch wird sich daran erinnern, dass dies vielleicht sogar mit dem Burgwasserturm gedacht ist, wenn die Spreebrücke gebaut wird. Also dort im Projekt hat man jetzt die Idee ein wenig aufgegriffen. Ja, so unser schöner Wasserturm. Und hier zu altehrwürdigen Mauern finden wir noch viel mehr Interessantes. Aber dazu lade ich euch das nächste Mal ein.